Das war für uns eigentlich schlimm. Es war schlimm und Sie sehen ja selber, wenn Sie die Stelen hier sehen, was da dran steht überall. Für uns war es schlimm, wo denn die Grenze gezogen wurde. Für uns war es schwer. Nein, wir durften dann nicht mehr ins Stadion. Und vorher war das auch mit Schwierigkeiten verbunden. Da wurde man immer kontrolliert in Griebnitzsee. Und ab 61 war dann vorbei. Auch dann konnte auch keiner mehr zur Hertha fahren. Radio und nachher im Fernsehen. Aber es war schwierig. Weil da waren teilweise die Bilder gestört durch diese, man durfte, sollte das nicht sehen vom Westen. Ja. Aber wir haben das Glück gehabt, weil hier hinten auf dem Schäferberg hinten war der Sender. Daher konnten wir gerne gut Radio hören und auch da haben wir Signal. Die in Dresden gewohnt haben, das nannte man Tal der Ahnungslosen, die konnten das nicht sehen. So, an extraordinary night of euphoria in Berlin. Well, here in Berlin, the crowd, several tens of thousands strong here around the Brandenburg Gate, is, if anything, noisier than it was before, although relatively good humour can still happen. Ja, was ich gesehen habe, war das erste Spiel gegen Stuttgart. Und dann immer nach und nach eben viele andere Spiele auch. War sehr interessant für mich dann auch. Und man hat sonst nur vorher im Fernsehen gucken können. Konnte man gucken und dann konnte man das direkt sehen. Ist ganz was anderes im Stadion oder, wie gesagt, im Radio oder im Fernsehen.